dass du deinem Bruder ins Gesicht lächelst. Allahu Akbar, wie viele Leute ein Problem damit haben, ihrem Bruder ins Gesicht zu lächeln. Ich habe einmal einen Bruder getroffen in Berlin. Ich habe ihn angelächelt, die Sunna praktiziert. Ich habe ihm gesagt, Assalamu alaikum, wie geht's dir, Akhil Karim? Wallahi, der hat mich so angeschaut, ja. So hat er mit mir gedacht. Das ist ein Armer, ein Miskin, den Allah Azza wa Jal die Gnade genommen hat, seinen Geschwistern ins Gesicht zu lächeln. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wie es in einer Überlieferung heißt, er wurde nur lächelnd gesehen. Allahu Akbar. Lächeln, nicht lächeln, nicht so, sondern lächeln. Er hatte immer ein Lächeln auf der Lippe. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Was denkst du, wie du mit so einer Person umgehst, der viel lächelt? Und das, so sagte Ibn Umar radiallahu an, wenn manche auch diese Überlieferung kritisiert haben, dann Abdullah ibn al-Mubarak, einer der Salaf, er sagte, Husnul Khuluq hayyin, das gute Benehmen ist sehr leicht. Er sagte, Wajhun taliq, ein lächelndes Gesicht, wa kalamun layyin, und milde Worte, sanfte Worte, die du zu den Leuten sprichst. Wallahi, wenn einer so mit den Leuten umgeht, dass er sie anlächelt, dass er sie einlädt, mit ihm zu reden, dass er ihnen das Gefühl gibt, dass er eine vertrauliche Person ist, dieser ist viel zufriedener als eine Person, der einen schlechten Charakter hat. Oh ja, Ikhwa, was hat uns die Religion sonst anderes beigebracht? Was hat uns die Religion beigebracht, außer guten Charakter? Letztendlich, alle Ibadat, die wir machen, soll sich auf unser Charakter auswirken. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Das Gebet hält ab vom Schändlichen und Abscheulichen. Du machst nicht das Schändliche, du machst nicht das Abscheuliche.